die es bis hierher geschafft haben, das Ganze überhaupt anzuleiern. Die Finanzierung ist ja nur die eine Sache. Wir haben von Anfang an gesagt, wir helfen, wenn sich bürgerliches Engagement zeigt, wenn sich ein Verein gründet, den wir unterstützen können, dann sind wir auch bereit, die finanzielle Mittel bereitzustellen, um einfach unterstützend zu wirken. Wir haben eben gerade mit dem DRK, mit den Ausbildern, mit der Wasserwacht noch mal ein kurzes Gespräch gehabt, wie das in Zukunft weitergehen kann. Ich denke, dass wir die Ausbildung für dieses Jahr und bis Anfang des Sommers nächsten Jahres gemeinsam sicherstellen können. Ob die Stadt das alleine finanziert oder wir den Kreis noch mit reinbekommen, das werden wir sehen. Die Finanzierung für den Steg, den wir hier brauchen oder der gewünscht wird, die ist sichergestellt durch die Beschlusslage der Stadtvertretung. Die entsprechenden Fördermittelanträge sind gestellt. Und ich kann sagen, so lange nicht. Also die Signale stehen alle auf grün. Insofern werden wir in diesem Herbst anfangen, die Steganlage zu bauen, sodass wir dann im nächsten Jahr auch mit dem Schwimmunterricht wieder starten können, so dann die Ausbildung bei euch so läuft, dass wir die nötigen Leute dafür haben und natürlich auch unsere Schulen und unsere Lehrer mitmachen.